Der Architekt Renzo Piano gehört zu den renommiertesten Architekten der Gegenwart. Seine Werkliste beinhaltet Flughäfen, Fußballstadien, Kirchen, Museen, Geschäfts- und Privathäuser auf allen Kontinenten der Erde. Für seine Leistungen wurde er mit zahlreichen bedeutenden internationalen Auszeichnungen geehrt. Für den Bau des Zentrum Paul Klee ließ sich Renzo Piano vom Werk des Malers, aber auch von der sanft geschwungenen Linie des Terrains inspirieren. Die nahegelegene Autobahn störte ihn dabei nicht, im Gegenteil. Er bezeichnete sie als eine Lebensader der Zivilisation und integrierte die Idee der Autobahn kurzerhand in sein Projekt. Sie findet in der sogenannten Museumstraße ihr ästhetisches und funktionales Echo. Die Museumstraße dient als verbindendes Rückgrat der drei Hügel, als Kommunikations- und Flaniermeile. Kennzeichnend für die außergewöhnliche Gebäudegeometrie des Zentrum Paul Klee ist die Stahlkonstruktion des Dachtragwerks. Jeder einzelne Meter der insgesamt 4,2 Kilometer Stahl weist eine andere Form auf. Wegen der starken Krümmung konnten die einzelnen Stahlträger nicht maschinell verschweißt werden, sodass mehr als 40 Kilometer Nahtstellen von Hand zusammengefügt werden mussten. Die komplexe Konstruktion wurde von Renzo Piano ganz bewusst transparent angelegt. Dies ermöglicht den Besucherinnen und Besuchern überraschende Einblicke in das Gerippe des Hauses. Eine offene und besucherfreundliche Atmosphäre war für Renzo Piano ein Anliegen der ersten Stunde. In den Ausstellungsbereichen aber muss die Beleuchtung exakt kontrolliert werden, um die Qualität und Lebensdauer der lichtempfindlichen Kunstwerke nicht zu gefährden. Die eher dunklen Lichtverhältnisse in den Ausstellungsräumen dienen also der Lebensdauer der darin gezeigten Werke. Ein großer Teil des Zentrum Paul Klee ist unterirdisch angelegt. 180.000 Kubikmeter Erdmasse wurden auf dem Gelände bewegt, 1.100 Tonnen Stahlträger und 1.000 Tonnen Armierungsstahl sowie 10.000 Kubikmeter Beton verbaut. Nichts deutet auf dieses Bauvolumen hin, wenn man auf dem kleinen Feldweg um die Landschaftsskulptur spaziert, aus der sich die drei Hügel erheben. Die Landschaftsskulptur ist Metamorphose zwischen Architektur und Natur und gibt dem Werk von Paul Klee die nötige Stille. Der Alltag, das Profane, die Autobahn bleibt aber immer deutlich präsent. Besuchen Sie das Zentrum Paul Klee Bern und sehen Sie die Werke im Original. Und laden Sie unsere Gratis-App Museen Bern aus dem App Store herunter.